So, mal gucken, was das hier ist. Warum kann ich das nicht bauen? Fehlende Materialien. Also jetzt konnte ich 100 Stück bauen und ich dachte mir, oha. Aber jetzt brauche ich für so einen Klotz schon 64 oder 36 Stück oder 64. Mal ganz ehrlich, wieso? Was ist das für ein Schwachsinn? Was ist das für eine dämliche Berechnung? Wieso macht man nicht einfach einen Block fertig? Das verstehe ich jetzt nicht. Es ist so umständlich. Es ist im Endeffekt doch trotzdem derselbe Mist. Also, naja, umständlich. Ich brauche zwei Steine für einen so einen Block. Ich habe jetzt 500 Dinger mit. Oha, was macht er denn da? Der tut richtig Terraforming hier betreiben. Was? Oh, abbauen geht auch. Kriege ich denn die vollen wieder zurück? Ja, gut. Krieg die vollen wieder zurück. Krass. Guck dir das an, ey. Ah. Dann kann ich das wieder zumachen. Wieder anpassen. Oder? Nee. Okay, krass. Er tut richtig das Ausgraben hier. Richtig ausheben. Okay, krass. Das ist auf jeden Fall ein neues Future mit diesem Terraforming hier. Aber ich stelle es mir auch recht kompliziert vor, so ein bisschen. Oha. Oha, was hat er jetzt gemacht? Krass. Das wollte ich doch gar nicht. Nein, mach's wieder weg. Scheiße. Was machst du? Nicht Erde. Stein. Jetzt. Okay. Also ich kann auch noch einzelne Blöcke draufsetzen oder ich kann es halt als ein komplettes Ding machen. Okay. Gut, jetzt verstehe ich das mit diesen 100. Oha, jetzt habe ich hier aber Mist gemacht. Jetzt hat er meine Erde weg. Oha. Also es dauert ein bisschen immer. Nein! Was machst du denn? Nein, nicht ebnen. Das wieder hoch. Ja, gut. Brav. Gut. Oha, ey.
Dachte ich schon, der macht mir einen riesen Krater hier rein. Aber scheiße, hat er auch gemacht. Also er flacht es jetzt nur ab. Oder? Okay. Ja, so einigermaßen hat das jetzt hingekriegt. Scheiße, aber ihr müsst ja echt aufpassen, wie man es baut und was man baut. Ist echt kompliziert, mein lieber Scholli. Krass. Ist mega komplex. Also man kann zum Beispiel auch einzelne Dinger reinbauen. Oder man kann halt vorgeformte Dinger machen. Ich brauche jetzt einfach nur erst so zum Testen, also nimmt es mir nicht übel. Ich habe keine Ahnung, was ich hier baue. Man muss erst entfernen und dann kann man es da hinsetzen. Ah, okay. Cool. So, okay, jetzt muss ich natürlich so ein Dach finden. Also hier ist schon so ein Türrahmen mit drin, ne? Okay. Können hier noch eine Tür bauen? Hier ist eine Tür. Garn, wieder mal Garn. Oh, passt die hier rein? Oha. Okay. Also, die passt nicht so ganz hier rein, die Tür. Hm.
Krass. Okay. Jetzt verstehe ich das so langsam ein bisschen. Da hätte ich nämlich die Tür hier gebraucht, anscheinend. Aber ich kann einfach drüber bauen hier alles. Krass. Das Gute ist, dass er die alles wieder aufnehmen kann, ja? Das finde ich cool. Jetzt passt das nämlich auch mit der Tür hier. Sieht ein bisschen schräg aus, weil es irgendwie ganz anders Holz ist, aber es passt irgendwie. Okay. Ja. Alles klar. So, das soll eine Decke sein. Das soll ein Fundament sein, okay. Türrahmen. Da ist doch Türrahmen, siehst du, sage ich doch. Aber irgendwie. Ah, müssen zwei. Ah, okay. Die Tür ist wohl etwas größer. Na gut. Einzelner Dachblock. Einzelner Wandblock, Terrarblock. 2x2 Wandblöcke, okay. Giebeldach. Okay, das Bausystem ist echt komplex hier, ne? Da hat man so ein paar Möglichkeiten, dass man das so freigestalten kann. Dachblöcke. Ja, wie mache ich das? Steinziegel, Pflanzenfaser, Dachblock. Hier, Pflanzenfaser. Jetzt muss ich mal Pflanzenfaser sammeln. So, sollte erstmal reichen für so ein kleines Dach. Würde ich auch Teer nehmen können. Aber das ist ja erstmal nur zum Anfang. Für den Anfang reicht das erstmal. Stühle, Tische. Primitive Holzzaun. So, gucken wir mal.
Dachwinkel. Flachdach, Zulauf der Dachspitze, Giebeldach. Giebeldach, obere Spitze. Aha. Okay, cool. Und jetzt? So. So. Genau, jetzt fehlt er hier irgendwie noch. Der sich denn miteinander verbinden? Das ist jetzt die Frage. Stufenwand. Okay, dafür sind die Dinger jetzt da. Verstehe. Okay. Sieht echt interessant aus. Was das hier wird. Ah. Okay. Cool. Jetzt haben wir unsere erste Hütte gebaut. Okay. Naja. Keine Ahnung, ob wir das Hütte nennen sollen, aber für mich sieht es nach einer Hütte aus. Alles klar. So, jetzt fehlen auch irgendwie Fenster. Guck mal. Was brauche ich für Fenster? Holz. Holzscheitel. Okay. Da muss ich hier echt so ein bisschen umgewöhnen, weil normalerweise ist das so ein System, was eigentlich viel einfacher ist. Aber hier muss man ein bisschen, muss man echt fast alles selber bauen. Krass. So, eins noch. So, was mache ich noch? Tür habe ich schon. Stühle, Tisch. Ein Bett wäre jetzt nicht schlecht. Brauche ich drei Garn. Okay. Ah, ich kann hier auch umschalten. Gut. Okay, brauchen wir Pflanzenfaser. Ich hoffe, ich kann das irgendwann noch anbauen. Das ist echt wenig Pflanzenfaser hier. So, mein Häuschen ist fertig. Jetzt müsste ich doch ausgeruht. Jawohl. Schutz, Wärme, Komfort. Schön. Wärme fehlt hier noch. Also, hier stelle ich ein Bett rein.
Und dann eine Fackel. Was, ein Ofen? Kann ich hier nicht einen Ofen? War hier nicht irgendwas? Lichtquelle? Feuerstelle, hier. Feuerstelle. Stein brauche ich noch und Holzscheitel. Da brauche ich noch ein Bett. Ein Garn. Feuerstelle, Stein, Tisch, Bette. So. Ein Bett. Primitives Holzbett, aber bräuchte Tierfell. Ja, das reicht erstmal für den Anfang. So. Groß ist das? Ja. Riesending, ey. Cool. So, ein bisschen Stein noch. Eine Feuerstelle, so. Alle ging schon repariert. Ach, der macht das automatisch. Ja, cool. Und automatisch, wenn ich da dran bin, macht der den... Repariert er die Gegenstände. So, Feuerstelle. Cool. Oh, nice. Ausgeruht, Schutz, Wärme, Komfort. Das ist ja nice. Cool. Also langsam verstehe ich so ein bisschen, wie das funktioniert. Cool auf jeden Fall. 11 Minuten kann ich nur ausgeruht sein, okay? Komfort Level 6. Hm. Gut, dann kann ich auch kochen, okay? Oha. Mach's doch nicht kaputt. Cool. Gut, jetzt habe ich soweit erstmal alles gebaut hier. Komfort, Hocker, Bank. Okay. Nachttisch, okay. Holzbeitisch. Oh, es gibt noch eine andere Tür. Primitive Holztür. Holztür. Ah, lol. Ich habe eine ganz andere Tür genommen. Okay. Hm. Alles klar. Holztasse, die Holzplatte. Okay, okay. Gut. Jetzt brauche ich eigentlich... Irgendwie eine Waffe wollte er haben, ne? Tagebuch, was muss ich denn machen? Schmiede Waffen oder Rüstung. Ja, Beschwert, Stachelkeuse oder Rüstung. Okay. Aber das kann ich doch auch hier, oder?
Nee, das ist ein Leintisch, okay. Ja, er braucht eine Schmiede, okay. Kohle, Kohlebrennofen. Aha. Holzfäller, Schuttaxt. Spitzhacke, Miasmaholz, okay. Dietrich. Waffe. Oh. Oh, ich lege. Und für die Fellrüstung brauche ich Tierfell. Okay, Geschirr. Schrottbecher, okay. Also er zeigt mir schon an, was ich ungefähr bauen muss, ne? Kleider brauche ich auch noch, Tierfell, aber habe ich nicht. Greifhaken, Garn, Miasmasporen. Okay. Gut, das heißt. Ach ne, ich mache einfach Stein wegen dem Dings, wegen dem Kohleofen. Ist echt krass, dass ich das alles alleine aufsammeln darf, ja. Gut, aber es scheint kein Maximalgewicht zu geben, das ist auch gut. Erstmal kann so viel. Nee, wie viele Slots man eigentlich hat. Oh, Fähigkeiten. Jetzt zwei Fähigkeiten frei. Sehe ich gerade. Oh. Ja, ich gehe in Richtung Dings. Bestienmeister und sowas alles. Schleichangriff. Gnadenloser Angriff. Aha. Alle Werkzeuge verlieren 50% weniger langsame Haltbarkeit. Das ist doch gut. Kann ich gar nicht nehmen. Schade. Ich muss mich für einen Pfad entscheiden hier. Ich glaube, wir machen das erstmal. So, Holzfäller. Danach das hier ist erstmal wichtig, dass wir das mal abbauen können und sowas alles. Ein Kohleofen. Ja. Kann ich nämlich Kohle herstellen? Metallschrott müssen wir noch sammeln. Okay. Ich
baue den jetzt einfach hier hin, ey. Zack. Pausiert. Herstellen. Was stellt der her? Platziere Gegenstände aus dem Inventar hier, damit sie für die Produktionsstätte verfügbar sind. Hier kannst du den Produktionsprozess verfolgen. Die Produktionsstätte stellt das ausgewählte Rezept so lange her, bis keine Zutaten mehr übrig sind oder das Inventar der Produktionsstelle voll ist. Okay. Kohle brauche ich. Holzscheite und Erde. Okay. Wo ist denn die Erde? Ja, alle weggemacht. Hab ich schon weggemacht. Okay, also kommt das hier rein. Rezepte durchsuchen. Kohle. Okay. Und Erde. Alles klar. Muss ich ein bisschen Erde schippen hier. Cool, sogar im Untergrund ist Stein. Das ist ja cool. Also könnte ich mir theoretisch eine Mine bauen. Wenn ich das jetzt so richtig verstehe. Mhm. Alles klar. Ganz viel Holzscheitel will er jetzt haben. Oh, und das Harz. Da ist der Harz, den ich brauchte. Gut. Jetzt bin ich gespannt. Na denn. Braucht 5 Minuten für so ein bisschen Holzkohle, ey. Krass.